Jetzt geht es weiter. Das IAA-Spezial wird Ihnen präsentiert von mobile.de. Schnelle Autos, schöne Frauen, Freiheit ohne Grenzen. So will es das Klischee. Aber die Schönheiten auf den Glamour-Shows der Automobilindustrie sind bezahlte Models und die Wirklichkeit auf den Straßen sieht anders aus. Und am unberechenbarsten ist der Faktor Mensch. Wenn wir über ständige Staus klagen, dann liegt es mehr an unserer subjektiven Wahrnehmung als an den tatsächlichen Gegebenheiten. Es gibt Leute, die haben schon alles. Die haben schon ein paar Häuser und haben trotzdem noch viel Geld. Die lieben einfach solche Spielzeuge und brauchen sowas in ihrer Garage, um sich damit zu identifizieren. Design muss die Technik begreifbar machen, es muss die Technik bedienbar machen. Es ist ja heutzutage schon so, dass man kaum erahnen kann, welche komplexe Abläufe hinter unseren Bedienoberflächen ablaufen. Die Automobilindustrie hält mit vollmundigen Erklärungen nicht zurück. Drive-by-Wire, Brennstoffzelle und Komfort auf Knopfdruck. Wenn es nach ihr geht, steuern wir auf ein umweltverträgliches Hightech-Autoparadies zu. Auf absehbare Zeit wird sicherlich der Mensch durch einen Automaten nicht ersetzt werden können. Das ist gar keine Frage. Das ist aber eine Frage der Langfristigkeit einer derartigen Betrachtungsweise. Power für alle, jeder ein kleiner Schumi. So umgarnt die Autoindustrie den willigen Kunden. Autofahren als erschwingliches Abenteuer für jedermann. Dabei hatte es ganz gemächlich angefangen. Mit weniger als 2 PS und 16 Stundenkilometern zuckelte 1886 der erste Benz-Dreiradwagen über die Straße. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sah es noch nicht nach einer steilen Karriere für den Motorwagen aus. Aber schon in den 20er und 30er Jahren war das Auto längst willkommenes Objekt des Geltungsdrangs der besitzenden Klasse geworden. Die Entwicklung zum Transportmittel der Massen und dem damit einhergehenden Großstadtverkehr war nun nicht mehr aufzuhalten. Ende der 50er Jahre warb BMW sogar damit, dass die Isetta platzsparend immer eine Lücke finden würde. Power unter der Haube und zwischen den Lenden. Autos, das gilt allgemein als Männersache. Beim Jahresfest von D&W, Deutschlands Nummer 1 für Autozubehör, soll der vorwiegend männlichen Kundschaft Lust auf Chrom und Stahl gemacht werden. Einer der Höhepunkte der automobilen Party, Linda Lee aus Los Angeles. Autos und nackte Frauen, beides interessiert und mobilisiert den Mann. Autoteile sind hier nicht zu sehen. Worin besteht der Zusammenhang zwischen Frau und Auto? Eine Frage, auf die das blonde Importmodell aus Amerika eine wenig überzeugende Antwort hat. Das bin ich. Das ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang zwischen Frauen und Autos? Beide sind schnittig, sie sind einfach zu bedienen. Sie werden beide gerne schnell gefahren. Und sie sind verrückt. Frauen reden längst auch beim Design mit, denn sie haben andere Ansprüche an ihren fahrbaren Untersatz als Männer. Die Designerin Beate Gabelt hat ein Frauensportwagenmodell entwickelt, das mit rockträgerfreundlichem Einstieg und zusätzlichem Kofferraum auch die weiblichen Wünsche erfüllt. Mich hat immer geärgert, dass viel zu wenig Stauraum in Sportwagen ist, dass sie, weil sie halt natürlich, wenn sie sportlich aussehen sollen, sehr niedrig sind und sehr hohe Kanten haben und dass es einfach praktisch unmöglich ist, da reinzukommen. Und deswegen habe ich mir eigentlich auch aus eigener Erfahrung überlegt, ja, warum muss das denn eigentlich so sein? Die Designerin betont, dass Frauen in der Automobilgeschichte schon immer wichtige Impulse gegeben haben. Der Rückspiegel wurde eigentlich von einer Frau erfunden, aus dem einfachen Grunde, weil sie gemerkt hat, dass Spiegel nicht nur unbedingt praktisch sind beim Autofahren, um sich mal ab und zu wieder überzuschminken, sondern auch, dass es wichtig ist, dadurch das Geschehen hinter dem Wagen mitzukriegen und dass es aus offensichtlicher
weiblicher Eitelkeit ein sehr praktisches Accessoire oder Zubehör entstanden ist. Klassisch wie im alten Rom und zugleich Hightech total in Handling und Feeling soll das Auto der Zukunft sein. Der Autobesitzer des dritten Jahrtausends soll vor allem eines, das Gefühl von Erhabenheit tanken. Qualität bezieht sich heute immer noch auf die Qualität der Konstruktion, das heißt, wie das Auto zusammengebaut ist. Aber da herrscht bald weltweit der gleiche Standard. Was dann? Dann kommt die wahrgenommene Qualität, die Frage, wie sich die Menschen in ihren Autos fühlen. Es wird also einen Trendsprung von schicken Stoßstangen zu schicken Gefühlen geben. Etwas weniger hochtönend gibt man sich da bei einem großen deutschen Automobilhersteller. Komfort mit vorauseilender Wahrnehmung durch das Auto selbst, heißt dort das Motto. Das Auto der Oberklasse, hier ein Prototyp, soll schon im Voraus erahnen, welche Bedürfnisse sein Benutzer hat und ihm etwa die Abstellfläche für den Koffer entgegenschieben. Die Autos werden leistungsfähiger, sie werden schneller, sie können immer mehr. Ich brauche da nur zu erwähnen, DVD, MD, Navigation, dynamische Navigation und ähnliche Dinge, die alle bedient und benutzt werden wollen. Und das unter Umständen bei relativ hohen Tempi. Das Design hilft, diese ganzen Funktionen, diese ganzen Informationen zu strukturieren und so zur Verfügung zu stellen, wie der Nutzer sie gebrauchen kann. Der Audi Avantissimo wartet denn auch mit allen Hightech-Finessen auf, die das Automobilistenherz begehrt. Kein Wunder, dass sein Cockpit einem Multimedia-Zauberkasten gleicht, in dem auf Knopfdruck alles möglich wird. Das Design muss da die Gebrauchsanweisung gleich mitliefern. Wir haben immer mehr Elektroniken und Systeme, die bedient werden müssen. Und die Welt der Schalter ist immer größer geworden. Sie wird für den Fahrer immer unüberschaubarer. Und es ist ein sehr wichtiges Ziel, dass der Fahrer sich wohlfühlt und dass er auf einfaches Hinlangen die Dinge findet, die er bedienen möchte. Hightech für den verspielten PS-Fan bestimmt auch die Autowelt im jugendlichen Käufersegment. Die Kreativwerkstatt des Rüsselsheimer Automobilbauers Opel. Junge Designer und Ingenieure tüfteln hier am Zukunftsprojekt Frogster. Das Auto für hippe Jugendliche ist Cabrio, Roadster und Pickup zugleich. Ein Dach ist nicht vorgesehen. Der Wagen soll Individualisten ansprechen, die sich von den verweichlichten Z3, MX5 und SKL-Fahrern abheben wollen. Nicht nur die Funktion des elektrisch einfahrbaren Alu-Rollos dürfte erstaunte Blicke auf sich ziehen. Also gerade hier die Seitenansicht von dem Fahrzeug zeigt so ein paar Elemente, die man zu Funktionen bringen kann. Ich kann das kurz zeigen. Wir haben hier oben Handgriffe, an denen man sich festhalten kann. Das heißt, es ist möglich, hier mit verschiedenen Rollerblades oder sowas neben dem Fahrzeug herzufahren. Wir haben ein Trittbrett, mit dem es einfacher ist, hier auch drüber zu steigen, zum Beispiel, wenn das geschlossen ist, um hinten auf diesem Roller zu sitzen. Wir haben bestimmte Kopfstützen, an denen man Dinge befestigen kann, zum Beispiel Lenkdrachen oder Paraglider. Die Wunderwaffe des Wagens ist das in der hinteren Stoßstange versenkbare 3 Meter lange Rollo. Erlaubt ist, was gefällt. Eingerollt oder ausgefahren, Laderaum offen oder alles zu. Zur Steuerung von Radio, Klima und Navigation dient ein Minicomputer. Per Knopfdruck lassen sich Rücksitze und Beifahrersitz im Boden versenken. Dann verwandelt sich der Roadster in einen Pickup mit reichlich Stauraum. Jetzt hätten wir zum Beispiel die Möglichkeit, ein Surfboard einzuladen. Und wir wollen es gerne nutzen, um das Fahrzeug bis nach vorne sozusagen mit großen Gegenständen laden zu können. Nichts erinnert bei dem comichaften, etwas gedrungenen Wagen an die biederen Massenmobile wie Omega und Co. Opels Aufbruch in die Zukunft gibt sich einfach geil, wie es so schön im Jargon der PlayStation-Generation heißt.
Ganz passend in die schöne neue Welt arbeitet der Autodesigner der Zukunft heute mit Spezialbrille und Datenhandschuh statt am Zeichenbrett. Im Virtual Reality Center von Daimler Chrysler werden nicht existierende Fahrzeuge in 3D auf nicht vorhandenen Straßen dargestellt. Das Ziel, die Simulation vor dem kostspieligen Bau eines Prototyps. Unser Ziel ist ja, dass wir im Vorfeld möglichst viel rechnerisch optimieren, virtuell auch analysieren und erst eine Absicherung machen. Digital total. Bereits beim Farbdesign wird nicht mehr getuscht, sondern ein elektronisches Zauberding hat den guten alten Pinsel ersetzt. Und an die Stelle des Holzmodells ist ein virtuelles Drahtmodell getreten, auf das im zweiten Schritt die Außenhaut einfach aufprojiziert wird, komplett mit Glanzeffekten und Metalllackierung. Messdaten aus Windkanal und Erprobung fließen direkt in das Design ein. Umgekehrt können in der Simulation wichtige Eckparameter für die Konstrukteure berechnet und in Detailveränderungen umgesetzt werden. Aber es geht noch weiter. Mit Headset und Datenhandschuh können die Ingenieure dann sogar im Cyberspace in ihren Traum vom perfekten Auto hineinklettern. Denn alle Theorie ist grau und nichts reagiert feiner als die menschlichen Sinne. Aber auch die heutigen Autos von der Stange sind nicht zu verachten. Windkanal getestet und schnittig stehen sie ihren handgefertigten Brüdern in nichts nach. Auch wenn die Design-Gurus manchmal die Nase rümpfen. Heute ist die aerodynamische Form nur noch ein Problem des Kraftstoffverbrauchs. Große Autos müssen eine bestimmte äußerliche Form haben, um den Luftwiderstand durch Sogkräfte zu vermindern. Aber man ist hier bei ausgezeichneten Werten angekommen. Darum sehen alle Autos irgendwie gleich aus, wie Kartoffeln. Die letzte Grenze ist so der Treibstoff selbst. Zwar ist das Gemisch aus Kohlenwasserstoffketten genau erforscht und wird durch immer neue Zusätze ständig effizienter. Aber bei steigenden Preisen und wachsendem Umweltbewusstsein könnte Benzin bald der Autogeschichte angehören. Brennstoffzelle heißt das neue Zauberwort. In Europa und speziell in Deutschland haben wir sehr intensive CO2-Diskussionen. Die Kyoto-Ziele, die Verringerung der Treibhausgase soll vorangetrieben werden. Im Fernen Osten, in China, in Indien, haben wir Volkswirtschaften, die in die Mobilität hineinwachsen, die Bürger dort fordern einen Lebensstandard ähnlich wie in anderen Regionen. Und alle diese Forderungen zu erfüllen, brauchen wir neben dem Verbrennungsmotor, um ein wirklich umweltverträgliches Verkehrssystem zu entwickeln. Eine neue Technologie, und da bietet sich die Brennstoffzelle an, denn sie nutzt die Energie viel besser als der Verbrennungsmotor. Was die findigen Ingenieure ausgebrütet haben, ist nichts anderes als die Umkehrung der Elektrolyse von Wasser, bekannt aus dem Physikunterricht. Anstatt Wasser mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten, werden beide Gase so zusammengeführt, dass durch eine Membrane ein Ionenaustausch stattfinden kann. Die Wasserstoffmoleküle H verwandeln sich dabei unter Abgabe eines Elektrons in positiv geladene Ionen. Wandern durch die Membrane und verbinden sich mit dem Sauerstoff O zu Wassermolekülen. Die abgegebene Ladung kann als Strom für einen Elektromotor genutzt werden. Durch die chemische Reaktion entstehen also nur Strom, Wärme und reines Wasser. Umweltschonender könnte eine Energiegewinnung gar nicht sein. Unsere Systeme, die wir heute im Labor haben, die wir in Fahrzeugen haben, die haben etwa die doppelte Energieausnutzung gegenüber den besten heute verfügbaren Verbrennungsmotoren. Das heißt nicht, dass wir schon ein serienreifes Produkt haben. Wir kennen das Konzept, wir verstehen die Technologie, aber jetzt müssen wir daran arbeiten, dass das Ganze eben auch dauerhaft hält, dass es marktreif gemacht werden kann, dass wir auch die Kosten in den Griff bekommen. Bei den meisten großen Automobilkonzernen, hier bei Opel in Rüsselsheim, arbeitet man so fieberhaft daran, die neue Technologie zur Serienreife zu entwickeln. Allerdings unterscheiden sich dabei die Wege der Wasserstoffgewinnung erheblich. Denkbar ist entweder die direkte Zuführung von reinem Wasserstoff oder die Gewinnung des Wasserstoffs aus Methanol oder Benzin an Bord des Brennstoffzellenfahrzeugs.
unsere Überbrückungsstrategie ist das Benzin, ein sauberes Benzin. Der Prozess, der chemische Prozess funktioniert. Wir glauben, dass wir das schaffen können. Und das hätte den Vorteil, dass man mit der herkömmlichen Infrastruktur zurechtkommt, dass der Kunde sich an das neue System gewöhnen kann, auch mit dem neuen internen Kraftstoff, Wasserstoff lernt umzugehen und dass man auf der Infrastrukturseite wenig investieren muss. Einen anderen Weg schlägt man bei Daimler Chrysler ein. Hier soll Methanol in den Tank kommen, um dann in Energie umgewandelt zu werden. Wir haben sehr intensiv gearbeitet an dem Thema Methanolreformierung. Methanol ist ein Alkohol, den man an Bord bei relativ niedrigen Temperaturen in Wasserstoff umwandeln kann. Und Methanol wird heute aus Erdgas hergestellt, lässt sich langfristig auch regenerativ aus Biomasse zum Beispiel herstellen, wäre also durchaus ein praktikabler Zukunftskraftstoff. Was hier um die Ecke flitzt, hat sich so nicht vom Jahrmarkt verirrt. Und sein Fahrer hat durchaus Ernstes im Sinn. Methanol hat als zukünftiger sauberer Kraftstoff viele Vorteile. Zum einen ist die Rohstoffbasis sehr viel breiter als für heutiges Benzin. Sie können Methanol aus Erdgas, aus Rohöl, aus Kohle, aus Biomasse herstellen, aus Industrieabgasen möglicherweise. Zum anderen hat Methanol als Flüssigkeit eine sehr viel höhere Energiedichte als Wasserstoff. Und weil Methanol unter Normbedingungen eben flüssig ist, müssen Sie die bestehende Infrastruktur und den Befüllvorgang an der Tankstelle nicht großartig ändern im Vergleich zu heute. Ein Bau der klobigen Brennstoffzellen-Stacks, in denen sich die einzelnen Zellen mit den Membranen befinden, in ein Versuchsfahrzeug. Um die Leistungsfähigkeit der neuen Technologie auch international zu demonstrieren, hat Daimler Chrysler einen seiner Stuttgarter Edelzwerge sogar kürzlich auf eine Fahrt quer durch die Vereinigten Staaten geschickt. Ich glaube, dass die Brennstoffzelle langfristig sehr viel bessere Chancen hat, massenfertigungsgeeignet zu werden, massenfertigungstauglich zu werden, als der Verbrennungsmotor. Sie besteht aus sehr vielen identischen Teilen, die zusammengebaut werden müssen in einem durchaus automatisierbaren Prozess. Und insoweit glauben wir, dass die Brennstoffzelle mit all ihren Komponenten langfristig preiswerter werden kann, als heute ein Verbrennungsmotor ist, wenn die entsprechende industrielle Vorarbeit geleistet ist. Und Sie müssen auch die Anwendungsbreite der Brennstoffzelle sehen. Die erste Tankstelle für Wasserstoff steht sogar schon. Auf dem Flughafen München wird ein Teil der Vorfeldbusse, die die Fluggäste zu den Maschinen bringen, mit Wasserstoff betankt. Der Aufbau eines flächendeckenden Tankstellennetzes ist aufwendig und braucht Zeit. Man plant deshalb, zunächst sogenannte Flottenfahrzeuge auf Wasserstoff umzurüsten, die sowieso zentral betankt werden müssen. Etwa Lieferfahrzeuge oder Omnibusse auf Werksgeländen und im öffentlichen Nahverkehr der Großstädte. Wasserstoff ist ein hochexplosives Gas. Um die Druckbehälter der Wasserstoffflaschen vor Beschädigungen bei Unfällen zu schützen, sind sie unter dem Dach der Busse angebracht. Nur zu gut sind die Bilder vom Inferno von Lakehurst in Erinnerung, als das deutsche Luftschiff Hindenburg bei der Landung in Flammen aufging. Damals läutete die Katastrophe das Ende der Zeppeline ein. Auch beim Mineralölgiganten BP macht man sich so Gedanken über eine möglichst sichere Produktion von Wasserstoff für den Massenmarkt. Wasserstoff ist keine so ganz neue Erfindung. Zur Herstellung haben wir mehrere Wege. Wir haben den klassischen Weg, der heißt, wir machen aus Gas Wasserstoff. Gas ist ein Kohlenwasserstoff. Genauso können wir ihn aus jedem anderen Kohlenwasserstoff machen. Wir können ihn entweder industriell erzeugen, zur Tankstelle zum Auto transportieren oder wir können ihn an der Tankstelle erzeugen. Beides hat unterschiedliche Implikationen. Wenn wir ihn über große Strecken transportieren müssen, müssen wir das Infrastrukturproblem lösen, für das es heute noch keinen Ansatz gibt. Wenn wir ihn an der Tankstelle erzeugen, haben wir bis auf Weiteres Probleme mit der Wirtschaftlichkeit. Trotzdem gilt die Brennstoffzelle als Antrieb der Zukunft. Sie arbeitet äußerst effizient.
Sie produziert neben Strom und Wärme nur reines Wasser und sie kommt mit einer vergleichsweise unkomplizierten Technik aus. Anders als Erdöl sind die beiden Elemente Wasserstoff und Sauerstoff zudem in praktisch unbegrenzter Menge verfügbar. Sauerstoff ist Hauptbestandteil der Luft und Wasserstoff lässt sich relativ problemlos aus Erdgas, Wasser oder Nebenprodukten der chemischen Industrie gewinnen. Doch ein Problem bereitet den Ingenieuren Kopfzerbrechen. Die Wasserstoffgewinnung ist sehr energieaufwendig. Diese Energie muss umweltverträglich gewonnen werden, will man den ökologischen Wert der Brennstoffzelle nicht wieder zunichte machen. Die neueste Idee von einer Arbeitsgemeinschaft der Universität Hamburg und Energieexperten der Wirtschaft deshalb: Der überschüssige Strom aus Windparks, der örtlich nicht genutzt werden kann, soll zur Wasserstoffproduktion eingesetzt werden. Wir müssen überlegen, wo kommt der Wasserstoff eigentlich her? Wasserstoff gibt es viel, aber er ist immer gebunden, meistens an Kohlenstoff. Wasserstoff muss also produziert werden. Wasserstoff müssen wir produzieren unter Einsatz konventioneller fossiler Energie. Der Trick dabei ist, der unangenehme Trick, dass wir sehr viel mehr Energie verbrauchen bei der Herstellung von Wasserstoff, als wir hinterher aus dem Wasserstoff wieder herausbekommen. Das heißt, energetisch und damit auch klimamäßig ist Wasserstoff ein schlechtes Geschäft. Ortswechsel. Karosseriefertigung bei Audi in Ingolstadt. Hier erlebt ein Leichtbaumaterial seine Renaissance, das vor der Kohlefaser im Rennsport zum Einsatz kam. Aluminium. Ursprünglich war Aluminium als zu energieaufwendig in der Herstellung und als nicht recycelbar verschrien. Aber moderne Produktionsmethoden erlauben heute seinen Einsatz auch in der Massenproduktion, ohne dass es zu einer Kostenexplosion kommt. Tatsächlich ist die moderne Serienproduktion von Automobilen ohne den Einsatz von Leichtbaumaterialien gar nicht mehr denkbar. Durch Windkanalversuche ist zwar der Luftwiderstand vermindert und damit der Kraftstoffverbrauch drastisch gesenkt worden, aber die Autos von heute sind schwer. Die Kunden wollen mehr Komfort im Fahrzeug, jeder elektrische Sitz, jede Klimaanlage, da ist sogar ein abblendbarer Rückspiegel, elektrisch abblendbar, wird zum Gewicht beitragen. Wir werden auch in Zukunft Gesetzesvorgaben haben, die die Gewichte der Fahrzeuge erhöhen. Die Ingenieure in der Automobilindustrie kämpfen so einen Kampf, den sie nicht gewinnen können. Einerseits sollen die Autos immer leichter werden, andererseits nimmt das Gewicht ihrer Innereien zu. Abspecken um jeden Preis, heißt also die Devise. Aluminium als Karosseriematerial hat neben seiner Korrosionsbeständigkeit noch einen anderen, unschätzbaren Vorteil. Bei Unfällen schluckt es durch seine molekulare Beschaffenheit einen wesentlichen Teil der Aufprallenergie. Hat also eine Art materialbedingte Knautschzone. Aber die Experten in den Forschungslabors haben längst auch andere Leichtmetalle ins Auge gefasst. Magnesium beispielsweise ist sogar noch um 35% leichter als Aluminium. Zwar ist es als Werkstoff immer noch sehr teuer, aber als Legierung ebenfalls korrosionsunanfällig und im Druckgussverfahren hervorragend für stabilisierende Komponenten der Karosserie geeignet. Diese Leichtmetalle lassen sich aber aufgrund des geringen Schmelzpunktes sehr gut recyceln. Und es ist eine Frage der Organisation, eine Frage der Logistik, diese Leichtbauwerkstoffe auch wieder sortenrein zurückzuführen und dann schlussendlich als Sekundärmaterial, als Material mit hohem Recyclinganteil wieder auf den Markt zu bringen. Für Aluminium ist dies bereits Realität. Es wird für Magnesium im Augenblick sehr stark daran gearbeitet, diese Recycling-Legierungen, Sekundärlegierungen also auf den Markt zu bringen, dadurch von der ökologischen Seite noch einen weiteren Vorteil herauszuarbeiten und auch von der Kostenseite damit ein günstiges Bild zu erzeugen. Leichtmetalllegierungen haben den Werkstoff Stahl inzwischen fast zur Hälfte ersetzt.
Dennoch ist die Steifigkeit von Stahlblech bei Torsionen, also Verdrehungen, und bei Biegungen nach wie vor ungeschlagen. Man arbeitet darum neben der Entwicklung von Leichtmetallen an der Konstruktion von extrem leichten Stahlkarosserien für das Auto der Zukunft. Wir setzen zunehmend höherfeste Stahlqualitäten, zum Beispiel im Karosseriebereich ein. Dort können wir die Blechdicken reduzieren durch den Einsatz dieser Werkstoffe. Wir haben aber dennoch die Crashfähigkeit, die Crash-Performance erhalten. Der Crash, das ist noch immer der Albtraum aller Autobauer, auch wenn die Werbung das anders darstellt. Der Crash-Test, die Probe aufs Exempel. Ein spektakuläres Szenarium aus zerspringendem Glas und knirschendem Metall, bei dem jede Menge Material unter strenger wissenschaftlicher Kontrolle zertrümmert wird. Im Dienste der Sicherheit für den Menschen muss die zerstörende Kraft der modernen Fortbewegungsmittel analysiert und ausgewertet werden. Im dritten Jahrtausend sind die Erwartungen an ein Auto hoch. Komfortabel muss es sein und sicher. Noch in den 70er Jahren mussten sich die Fahrer mit minimalen Sicherheitsausstattungen begnügen. Auf dem Nürburgring beispielsweise wurde der Leichtsinn der Fahrer weder durch Sicherheitsgurte noch durch Kopfstützen, geschweige denn Airbags, aufgefangen. Heute befindet sich der Sicherheitsstandard auf hohem Niveau. Stellprobe der Crashtestanlage der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach. In dem VW sitzen zwei sogenannte Seitenaufprall-Dummies. Den Crash fühlen können sie nur über Sensoren. Die Dummies sind ausgestattet mit Messequipment für den Unterleib, Abdomen, Brust. Da wird Seiteneindrückung, Beschleunigung gemessen. Auch am Rückgrat wird die Beschleunigung gemessen. Und im Hals werden Kräfte und Momente gemessen. Das sind gerade im Seitenaufprall auch sehr gravierende Verletzungen. Und wie in jedem Unfall ist natürlich der Kopf ausgestattet mit Beschleunigungssensoren, weil das sind die am schnellsten und auch leider immer noch am häufigsten tödlichen Verletzungen. In den Dummies sind Aufnehmer drin, die laufen über Kabel hinten in den Kofferraum rein. Machen wir mal auf. Und wir sehen hier die Datenerfassung. Und jeder einzelne Stecker ist im Prinzip ein Sensor im Dummy. Mit 75 Stundenkilometern rast der Ford Escort in den Golf. Die Wucht des Seitenaufpralls wird von Hochgeschwindigkeitskameras beobachtet. 1000 Bilder pro Sekunde geben Aufschluss darüber, wie ein menschlicher Körper sich in einer solchen Situation verhalten würde. Die Halswirbelsäule sitzt ja zwischen dem Kopf und dem Oberkörper, und wenn wir wissen, wie sich der Oberkörper bewegt und der Kopf bewegt, dann muss der Unterschied dieser Bewegung halt die Bewegung sein, die die Halswirbelsäule ausgleicht. Das sind also die gleichen Messwerte, die auch beim Dummy genommen werden, mit dem Unterschied, dass ein ausreichend validiertes, also ein ausreichend gutes Halsmodell vom Dummy, welches diese Bewegung beim Heckanstoß gut abbildet, noch nicht da vorhanden ist.